Habt ihr irgendwas Falsches getan? Das ist doch kein Schwindel. Ich muss noch einen Arm. Da hat doch einer seine Finger im Spiel gehabt. Wer hat gesehen, was so passiert? Jetzt müssen wir noch warten, bis die zwei Typen da weg sind. Halt für die Waffe! Stirb, Bastard! Na? Willst du vielleicht mal abhauen? Thank you very much. Jemand wird verletzt. Wahrscheinlich er selbst. Ich kann das nicht. Jedenfalls nicht so gut. So, ihr lasst einfach mal die Leiche liegen. Ich brauche die nämlich noch. Nein, ich möchte immer noch keine Bombe zerlegen. Dankeschön. Die Frage ist, hat jetzt da jemand ein Problem damit, wenn ich einfach so die Leiche da wegtrage? Probieren wir es aus. Volle Synchronisation gescheitert. Mann! Boah, jetzt ist das wieder so eine dumme Reihenmission. Folgen Sie den Janitscharen in ihr Lager und finden Sie Tarik Baletti, um herauszufinden, wohin er die von Manuel gekauften Waffen bringen ließ. Seien Sie vorsichtig, Ihre Verkleidung ist nicht perfekt. Der Patrouille der Janitscharen folgen, um ihr Lager zu infiltrieren. Die Byzantiner, die Mamluken, die Safaviden. Nur er hat den Mut, sich diesen Gefahren zu stellen. Haklisin, Selim ist ein Krieger, wie Osman und Mehmet. Selamun alaikum, Hauptmann. Warum zieht der Sultan unserem Löwen ein Kätzchen vor? Ein gewisser Mörder wandelt unter uns. Ahmed hat des Sultans ruhige Art geerbt. Sie sind sich sehr ähnlich, fürchte ich. Dem Schutz des Reiches gewidmet. Revanchiert euch und findet den Schurken, bevor er wieder zuschlägt. Warum auch immer sie gerade stehen geblieben sind. Gut, wir folgen mal einfach der Gruppe ganz unauffällig und tun so, als würden wir dazugehören. Das Tolle ist, ich muss ja nicht mal von selbst laufen. Der macht das ja alles. Hallo? Schande über dich, Abschaum! Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht! So. Der arme Kerl, jetzt muss ich den echt voll eine reinhauen, damit meine Tarnung perfekt ist. Gibt es ein Problem? Voll verwerflich. Wohin bleibt Ahmed hier in der Stadt? Er weiß, er ist nicht erwünscht. Oh, sind die schlecht. Er ist wie eine Motte, die ums offene Feuer flattert. Er wartet, bis sein Vater stirbt, damit er den Thron besteigen kann. Wieso muss ich joggen und die können ganz normal gehen? Er bot Tarik ein Bestechungsgeld für unsere Loyalität. Gott verfluche ihn. Ja, der Schlerim. Einer von uns wurde vor kurzem ermordet und seiner Kleider beraubt aufgefunden. Seine Leiche entsorgt wie ein Haufen Unrat. Behaltet die Straßen also besonders aufmerksam im Auge. Jemand will in unserem Namen zuschlagen. Wir müssen bereit sein. Ist natürlich jetzt schlecht. Was Neues aus dem Norden? So, Tariks Zelt finden, ohne Alarm auszulösen. Wohl unter schweren Verlusten. Es gibt schlaue Janitscharen und es gibt dumme Janitscharen. Die dummen Janitscharen sind die, die stehen, die schlauen sind die, die laufen. Relativ simpel gehalten. Da ist irgendwo noch ein Datenfragment oben. Nein.
Ach, wie dumm. Ich dachte, ich kann ihn aus dem Zelt heraus töten. Aber das war mir wohl nicht vergönnt. Jetzt können wir uns mal die Rüstung hier genauer angucken. Schau mal. Wie siehst du denn aus? Wie ein trauriger Hund. Kennst du Selims jungen Sohn? Cesar de Suleiman? Nicht persönlich, aber vom Sehen. Wohl ein bemerkenswerter Knabe. Kein Knabe. Er ist ein fähiger junger Mann. Mit einem scharfen Verstand. Ja, komme ich da auch raus? Vielleicht. Doch ich fürchte, er ist eine ganz andere. Kann ich mich bei denen eingesellen? Frage ich mich gerade. Jungs? Yeah! Na? Ezio, Ezio, Sultan Sie stehen. Sultan Bayezid ist ein guter Mann. Ein guter Sultan. Doch er hat das Feuer verloren, das ihn groß machte. Nein, er ist ein Krieger. Seht die Armee, die er gegen Selim aushob. Die Waffe gegen den eigenen Sohn zu erheben. Eine Schande. Okay. Shit. Es war Selim, der unseren Sultan angriff. Er wird, aber Selim. Ah, wie machen wir denn das? Jetzt dürft's gehen. Attentat. Nee, das wäre jetzt wahrscheinlich fatal. Wir brauchen eine Gruppe, die läuft. Nee, brauchen wir nicht. Nee. Shit. Jetzt passt mal auf. Nein. Ich denke ja nicht dran. Hallo. Ich bin überhaupt nicht auffällig. Was macht dein Bruder so? Nein. Deinen Fuß auf diese Art zu verlieren. Ich meine, oh Gott. Es ist nie leicht, egal wie. Halt! An der Diener erinnert er mich. Geh rein. Mehr Mut als Hirn. Nein. Oh, war das knapp. Ach du Schande. Nein. Ich will die Truhe aufmachen. So, okay. Der Plan hat schon mal funktioniert. Sperrgebiet. Halt für die Wache! Tariq, eine Botschaft. Harikulade. Die Musketen sind nun in Kappadokia, wo Manuel sein Heer stationiert hat. Und unsere Männer? Sind sie noch bei ihm? Evid. Sie geben uns Meldung, wenn die Byzantiner aufbrechen. Wir treffen sie dann später in Bursa. Nun fügt sich alles zusammen, Efendim. Evid. Endlich. Verräter. Okay, wir müssen ihn töten. Und das werden wir tun. Ach, lauf doch bitte noch ein bisschen langsamer, dass ich auch ja nicht vom Fleck komme. Halt! Nö. Oh
anders. Kenne ich euch nicht. Nein, du kennst mich nicht. Ganz und gar nicht. So. Ist da oben noch irgendwas? Nee. Alles klar. Krieg ich dich anvisiert? Von Suleimans Untersuchung. Ihr paktiert mit den Feinden des Sultans. Was dachtet ihr, was euch dieser Verrat einbringt? Es ist meine Schuld. Nicht der Verrat, nur Hochmut. Ich plante einen Hinterhalt. Ich wollte die Byzantiner angreifen, wenn sie sich sicher fühlen. Wie wollt ihr das beweisen? Seht, hier. Es führt euch zu den Byzantinern in Kappadokia. Vernichtet sie, wenn ihr könnt. Ihr habt richtig gehandelt, Tarik. Vergebt mir. Beschützt meine Heimat, Assassine. Allah Ashkina. Stellt die Ehre wieder her, die wir verspielt haben. Scheiße. Das ist doch nicht etwa. Wir haben den Verbündeten getötet. Langsam bin ich diese Uniform leid. Na kommt her, Jungs. Wer traut sich? Du? Oh, wie ich sie hasse mit ihren dummen Gewehren, beziehungsweise Büchsen. Ich hoffe mal, dass es in Assassin's Creed 3 nicht genauso wird. Da haben sie ja auch alle Gewehre dabei. Weil wenn in Assassin's Creed 3 jeder Kampf so beknackt wird wie der Kampf gegen die Janitscharen hier, dann gute Nacht. Los! Boah, der traut sich was. Komm, greif mich an. Na, sie versuchen mich immer zu greifen, aber irgendwann müssen sie doch mal merken, dass es keinen Sinn hat. Ah, verdammt nochmal. Das war ja eine schöne Todesanimation. Oh lol, erstechen werden sie auf dem Boden liegen. Wusste ich gar nicht, dass es geht. LOL.